Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Alles Hähnchen außer Chicken Nuggets. Nichts gegen Chicken Nuggets, ganz ehrlich, es gibt Leute, die mögen das, aber heute machen wir richtiges Hähnchen, nämlich Zwiebel-Sahnehähnchen. Das Ganze mit Spätzle natürlich und der Clou ist, es ist mal wieder ein One-Pot-Gericht. Ein Gericht, bei dem wir wirklich nur den Thermomix brauchen. Wie das geht, verrate ich euch jetzt. 500 Gramm Hähnchenfilet habe ich genommen. Das sind die Innenfilets. Die legen wir jetzt hier in den Varoma und würzen das Ganze ein bisschen mit Pfeffer, Salz und Paprikapulver. Eine Zwiebel habe ich in dünne Streifen geschnitten. Ihr könnt die natürlich auch in Ringe hobeln und die verteilen wir jetzt schön locker hier oben auf unseren Hähnchenfilets, auf den Hähnchenbrustfilets. Auch die Spätzle können wir gleich schon im Thermomix mit zubereiten. Das sind jetzt so Spätzle aus der Kühltheke. Gibt es ja überall zu kaufen. Die eine Hälfte machen wir hier unten rein. Das sind 500 Gramm und die andere Hälfte in den Einlegeboden, damit einfach auch noch genug Lüftungsschlitze frei bleiben, denn das Ganze soll ja gedampfgart werden. Sagt man gedampfgart werden? Ich denke schon. Als nächstes geben wir eine Zwiebel, die ich bereits halbiert habe, hier in unseren Kessel und eine Knoblauchzehe. Ihr könnt euch schon denken, das wird jetzt 5 Sekunden Stufe 5 miteinander zerschreddert oder geschreddert. Es kommen noch Röstzwiebeln hinzu. So eine Handvoll, also eine von meinen Händen. Röstzwiebeln sind toll. Kann man, glaube ich, nicht zu viel von nehmen. Wie gesagt, 5 Sekunden, Stufe 5, das Ganze zerkleinert. Das Ganze jetzt mit dem Spatel nach unten. Oh, Röstzwiebeln. Röstzwiebeln sind echt was Tolles. Und da kommt jetzt noch ein Esslöffel Olivenöl dazu. Das mache ich per Augenmaß. Esslöffel habe ich im Gefühl. Nun wird das Ganze 3 Minuten mit 120 Grad auf Stufe 1 gedünstet. Und dann kommt der nächste Arbeitsschritt. Unser Zwiebel-Röstzwiebel-Knoblauch-Gemisch ist jetzt angedünstet. Und wir machen jetzt quasi die Soße im Topf, mit der wir gleichzeitig auch das Hähnchen und die Spätzle dampfgaren. Hierzu 500 Milliliter Wasser oder 500 Gramm Wasser, wenn ihr das direkt im Thermomix abwiegt. 30 Milliliter Weißwein. Tomatenmark wiegen wir direkt ab in den Kessel und zwar 50 Gramm. Und jetzt würzen wir das Ganze noch mit einem Teelöffel Gemüsebrühe, ein Teelöffel Paprika Edelsüß. Das ist auch so ein Universalgewürz. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt an jedes zweite Rezept ran, was wir machen. Ein Teelöffelchen Salz, ein halber Teelöffel Pfeffer, ein bisschen Senf. Auch so würde ich sagen, so ein Teelöffelchen voll. Und das Ganze wird jetzt 25 Minuten auf Stufe 2 Varoma erhitzt gekocht. Und dazu setzt man den Varoma natürlich auch auf. Übrigens, wenn ihr das zu Hause nachmachen wollt, ich habe jetzt Weißwein reingetan und eine alkoholfreie Variante, dann nehmt ihr einfach 30 Milliliter Gemüsebrühe. So, dann lassen wir mal den Kessel für uns arbeiten und sehen uns in 24 Minuten und 56 Sekunden wieder. Fast fertig, der letzte Arbeitsschritt. Wir nehmen den Varoma schon mal runter. Das finde ich übrigens immer sehr praktisch, dass man das da so drauf drapieren kann. Denn zu unserem Süßchen, da kommt jetzt noch ein wenig Zeug. Nämlich 2 Esslöffel Speisenstärke. Die habe ich jetzt schon mal im Wasser so ein bisschen aufgelöst. Dann 100 Gramm Schmelzkäse.
200 Gramm Sahne kommen dazu. Und das Ganze wird nochmal 3 Minuten auf 80 Grad Stufe 3 erhitzt. Dazu können wir den Varoma wieder aufsetzen. Brauchen wir aber nicht, weil wir ja keinen Dampf mehr haben. Ich schaue jetzt schon mal hier nach unserem Hähnchen, wie das aussieht. Da sieht man gar nichts, da ist nämlich noch ein Haufen Spätzle drüber. Also hole ich jetzt mal einen Teller und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Die Spätzle sind auf jeden Fall durch. Das war zum Beispiel etwas, was ich noch nicht wusste, dass wir diese Fertigspätzle, diese Kühltruhenspätzle auch im Thermomix erwärmen können. Das wusste ich nicht. Da haben wir schon mal ein Stück Hähnchen. Das nehmen wir jetzt schon mal raus. Ich mache jetzt einfach ein paar Spätzle hier dazu. Dann richten wir das schon mal schön hier auf dem Teller an. Zwiebeln sind dabei. Wunderbar. Einfach ein Süßchen drüber. Dann sieht das gut aus. Ist auch gleich fertig, das Süßchen. Den Rest stelle ich jetzt erstmal zur Seite. Und unser Süßchen ist fertig. Das machen wir jetzt mit einer Suppenkelle hier über die Spätzle und über unser Hähnchen und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Wichtig ist für mich jetzt erstmal zu gucken, ist das Hähnchen durch? Ja, und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Die Soße ist sehr sahnig, ist halt auch Zwiebel-Sahne-Hähnchen, sehr fruchtig und ich mag das, sehr lecker. Und auch die Spätzle. Obwohl die ja jetzt relativ lange da drin waren, die brauchen ja gekocht lang nicht so lange, haben noch ein bisschen Biss. Also alles in allem ein sehr, sehr schönes, ausgewogenes Gericht. Würde ich vielleicht noch einen grünen Salat dazu machen, dann hat man wirklich ein schönes Gericht. Es ist jetzt mit der ganzen Sahne und dem Schmelzkäse jetzt nicht gerade die leichte Küche, aber hey Leute, das Leben ist zu kurz, um Diät zu machen, oder? Also kocht das mal nach. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch geschmeckt hat. Wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, herzlich willkommen. Ihr habt gerade das erste Wunderkessel-Video gesehen. Wenn ihr mehr wollt, hier unten ist eine Glocke. Klickt da drauf. Jede Woche kommen tolle neue Rezepte aus unserem Wunderkessel-Forum rund um den Thermomix. Und das Forum, da solltet ihr auch mal reinschauen. Gibt auch eine Suchfunktion. Wenn ihr irgendwas sucht, einfach eingeben. Hunderte, tausende Rezepte rund um den Thermomix. Also. Ich gehe jetzt essen, sage Tschüss und guten Appetit. Bis zum nächsten Mal.